In der Frühzeit hielt der Mensch das Fliegen für das Vorrecht der Götter. Das ist uns überliefert aus den Mythologien Kretas, Ägyptens, Assyriens und Griechenlands. Als der Mensch seine Fähigkeiten entwickelte, zeigte sich die Kraft, die in seinen Träumen steckte. Und er träumte auch davon, eines Tages fliegen zu können. Wie Leonardo da Vinci es tat, dessen Gedanken aber noch nicht reif für die Zeit waren. Nur aufgrund dieser Träume von Genies und tausender anderer Menschen gibt es für uns eine Zukunft. Vom Fliegen ist uralt. Man findet ihn in der langen Geschichte der Menschheit überall auf der Welt. In vielen Ländern der Erde wurden Versuche unternommen und langsam Fortschritte erzielt. Aber erst im Jahre 1903 hatten die Gebrüder Wright endlich Erfolg und weckten bei den Jüngeren sofort neue Träume von der Fortbewegung in der Luft. Die Geschichte zweier deutscher Flugzeugpioniere. Deutschland 1945. Während der vorausgegangenen 5 Jahre hatte Europa erlebt, wie der idealistische Traum vom Fliegen für einen fürchterlichen Albtraum von Krieg missbraucht wurde. Doch das bedeutete nicht das Ende der Fliegerei in Deutschland, sondern es war eher ein neuer Anfang. Denn aus der Zerstörung erstand die deutsche Luftfahrt aufs Neue. Angetrieben vom brennenden Ehrgeiz seiner frühen Pioniere, hat Deutschland in der Flugzeugtechnik mittlerweile einen Spitzenplatz eingenommen. Heute beherrschen 2 gewichtige Konzerne die deutsche Luftfahrtindustrie. MBB, Deutschlands größte Luftfahrtgruppe, und Dornier, bis zur Übernahme durch Daimler-Benz, der letzte unabhängige Flugzeugbauer des Landes. Die beiden Unternehmen wurden von 2 Giganten der europäischen Luftfahrt gegründet, Willy Messerschmitt und Claude Dornier. Von den beiden hatte Claude Dornier die längere Karriere. Sie umfasste das gesamte Spektrum der Entwicklung in der Luftfahrt, vom Luftschiffbau bis zur Weltraumfahrt. Dornier, 1884 geboren, war ein spätes Genie. Er hatte zunächst Architekt werden wollen. Dabei hatte Dornier in der Schulzeit keine herausragenden Leistungen. Doch schloss er danach sein Ingenieurstudium an der Technischen Universität München mit Auszeichnung ab. ...1910 begegnete Dornier auf einer Reise an den Bodensee erstmals Graf Zeppelin und seinen Luftschiffen. Zeppelin war in Deutschland zu einem Volkshelden geworden und betrieb trotz vieler Rückschläge weiter die Entwicklung der Flugschiffe leichter als Luft. Fasziniert von der charismatischen Persönlichkeit des Grafen, bewarb sich Dornier um eine Stellung bei ihm. Dass er von Zeppelin tatsächlich nach Friedrichshafen gerufen wurde, kam für ihn gleichwohl überraschend. Zu jener Zeit gingen viele Luftschiffe durch Materialermüdung verloren, der man nicht auf die Schliche kam. Dornier entwickelte ein neuartiges Verbindungsbauteil, das nicht nur Gewicht sparte, sondern dem Luftschiff auch erhöhte Steifigkeit verlieh. Das war der Durchbruch, der den Bau wesentlich größerer Zeppeline ermöglichte, was die Entwicklung sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich entscheidend voranbrachte. Bald wurden regelmäßige Flugverbindungen zu vielen wichtigen europäischen Städten eingerichtet und immer neue Dauerflugrekorde aufgestellt.
Von 1910 bis 1914 beförderten Luftschiffe insgesamt 35.000 Passagiere auf einem viele tausend Kilometer langen Liniennetz. Dornier wurde unterdessen bald befördert und löste als Leiter der Erprobungsabteilung ein weiteres äußerst wichtiges Problem, die Steuerung von Luftschiffen bei starkem Wind in Bodennähe. Im Jahre 1913 konstruierte Dornier diese einmalige Vorrichtung, eine Luftschiffhalle, die sich je nach Windrichtung drehte. Die Halle schwamm dabei auf Wasser. Zeppelin, der erkannte, was in seinem neuen Schützling steckte, ließ Dornier in dieser Zeit sein erstes eigenes Luftschiff bauen. Seine Konstruktion, die Victoria Luise, enthielt viele Neuerungen auf dem Gebiet des Metallbaus. Als sie erstmals flog, war Dornier allerdings nur Zuschauer. Nach einigen Proben erging der Befehl zum Abheben. Die Victoria Luise, mit Passagieren voll besetzt, erlebte ihren erfolgreichen Jungfernflug. Sie absolvierte noch zahlreiche zivile Flüge, bevor sie für den Kriegseinsatz umgerüstet wurde. Die Menschen in Deutschland gerieten bald in den Bann dieser mächtigen Luftschiffe und so kamen oft Tausende nach Friedrichshafen, um sie beim Abfliegen zu erleben. Unter ihnen war auch ein Junge, dessen Name sich bald untrennbar mit dem der deutschen Luftfahrt verbinden sollte, Willy Messerschmitt. Messerschmitt, 1898 in Hamburg geboren, war schon immer von der Fliegerei fasziniert gewesen. Mit 11 Jahren hatte er die erste deutsche Luftfahrtschau erlebt, auf der unter anderem das Flugzeug der Gebrüder Wright zu sehen war. Diese frühen Pioniere inspirierten Messerschmitt dazu, eigene Segelflugzeuge zu entwickeln. Seine Entwürfe basierten auf den Ideen von Otto Lilienthal, dem frühesten Ahnherrn der deutschen Luftfahrt. Lilienthal hat bis heute keinen Ehrenplatz in den Annalen der Luftfahrt, obwohl seine Arbeiten eine erste Untersuchung des tatsächlichen Flugvorgangs lieferten. Auch die Gebrüder Wright etwa zogen aus ihnen großen Nutzen. Lilienthal hatte seine Überzeugung so formuliert: Einen echten Einblick in die Praxis des Fluges gewinnt man nur durch tatsächliche Flugversuche. ...1892, nach vielen Fehlschlägen, erstritt sich Lilienthal seinen Platz in den Geschichtsbüchern, als er erstmals 80 Meter weit flog. Mit vielen weiteren erfolgreichen Flugversuchen gebührt ihm der Ruhm, als erster Mensch die Flugtauglichkeit eines schwerer-als-Luft-Flugzeuges bewiesen zu haben. Während der folgenden 4 Jahre stellte er zahlreiche verschiedene Flugmodelle her, die er in alle Welt verkaufte und so viele Flugenthusiasten inspirierte. Während der Erprobung eines neuen Flugapparates stürzte er ab und war auf der Stelle tot. Seine Vorstellungen und seine Arbeit beeinflussten den jungen Messerschmitt stark. Im Alter von 15 Jahren tat er sich mit einem Mann namens Hart zusammen, der damals Segelflugzeuge baute. Das war während des Ersten Weltkriegs in den Jahren 1914-15. Hart wurde Soldat, aber er schickte Postkarten an Messerschmitt, wie er die Segelflieger bauen sollte, was er auch tat. So kam er auf dem Weg über die Konstruktion von Segelfliegern schon früh mit der Luftfahrt in Berührung. Claude Dornier richtete ebenfalls seinen Blick auf Tragflächenflugzeuge. 1914 begann er mit dem Bau eines großen Flugbootes. Anstatt Holz, Stoff und Klavierdraht zu verwenden, entschied er sich für eine leichte Metallkonstruktion. 1913 lief die RS-1 auf dem Bodensee vom Stapel, doch sie sollte nie fliegen. In der Nacht vor dem ersten Probeflug fiel sie einem heftigen Sturm zum Opfer. Unbeirrt konstruierte Dornier die RS-2, die 1916 erstmals flog. Das Flugzeug erwies sich als erfolgreich und bald folgte ihm die RS-3, deren Triebwerke in der neuartigen Tandemform angeordnet waren. Diese Antriebsart sollte sich später in vielen Flugzeugen Dorniers wiederfinden. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs baute Dornier außerdem noch eine Reihe erfolgreicher Jagdflugzeuge, bei denen erstmals Leichtmetalllegierungen verwendet wurden. In der Fertigung kam moderne Fließbandtechnik zum Einsatz. Doch Dornier und Messerschmitt wurden bald von den Ereignissen überholt.
Mit dem Waffenstillstand von 1918 wurde die gesamte deutsche Flugzeugproduktion unterbrochen. Der Vertrag von Versailles erzwang die Zerstörung aller Produktionsanlagen der deutschen Luftfahrt und verbot fortan jeglichen Flugzeugbau. Willi Messerschmitt blieb von schweren Rückschlägen deshalb verschont, weil Segelflugzeuge nicht unter diese Bestimmungen fielen. Doch Claude Dornier verlor alles. Seine Flugzeuge wurden zerstört, seine Luftschiffe abgewrackt, sein Unternehmen war ruiniert. Trotz dieser scheinbar ausweglosen Situation war Dornier entschlossen, weiterzuarbeiten. Er begann bald, Flugzeuge in seiner Wohnung zu entwerfen. 1920 baute er ein kleines Flugboot. Um dem Bauverbot zu entgehen, zog er dazu auf eine kleine Bootswerft in die Schweiz um. Und ein Jahr später erhob sich die Labella zu ihrem symbolischen Jungfernflug über den Bodensee. Bald werden Dornier seine Anlagen in der Schweiz zu klein und er erwirbt für ein größeres Vorhaben eine verlassene Schiffswerft im italienischen Marina di Pita. Dornier wendet seine gesamten Mittel auf, um die Werft zu modernisieren. Er setzt alle seine Hoffnungen auf dieses große zweimotorige Flugboot, das den Namen Wal tragen wird. Es erweist sich in der Folge als so erfolgreich, dass die spanische Regierung 6 Exemplare bestellt, noch bevor die Versuchsflüge abgeschlossen sind. Damit ist Dorniers Zukunft gesichert. Bei den Piloten ist die Wal wegen ihrer soliden Konstruktion und ihrer starken Motoren beliebt. 1924 unternimmt der spanische Pilot Roman Franco erste Langstreckenflüge mit ihr. Doch bei seinem Versuch, den Atlantik zu überqueren, muss er mangels Treibstoffs notwassern. Erst nach 8 Tagen wird das Flugboot gerettet, das nur leicht beschädigt ist, obwohl es der schweren See hat trotzen müssen. Das Überleben der Besatzung belegt Dorniers Können als Konstrukteur. Im Laufe der 20er Jahre bringt eine Reihe von Expeditionen, über die ausführlich berichtet wird, den Dornier-Werken internationalen Ruhm ein. Der schwedische Forscher Amundsen versucht in einem kühnen Unternehmen mit 2 Walflugbooten zum Nordpol zu gelangen, muss aber nach 9 Stunden zum Auftanken auf dem Packeis notlanden. Eines der Flugboote übersteht die Landung nicht. Mit nur begrenzten Vorräten an Lebensmitteln arbeitet die Mannschaft verzweifelt, um eine Startbahn freizuräumen. Nach 2 Wochen gelingt es, mit dem überladenen Wal zu starten und dem Packeis zu entrinnen. Nach der Landung in Spitzbergen erklärt Amundsen, dass er Dornier sein Leben verdankt. Ein Jahr später fliegt ein deutscher Pilot, Wolfgang von Gronau, erfolgreich über den Atlantik und landet ohne Zwischenfall in New York. Allein 1925 stellt die Wal 25 Weltrekorde auf, darunter in Dauerflug, Geschwindigkeit, Höhe und Nutzlast. Wegen der in Europa wachsenden Nachfrage nach Passagierflügen entwirft Dornier die Landflugzeuge Merkur und Komet. Letzteres erweist sich als besonders erfolgreich. Der deutsche Aero-Lloyd, später die Lufthansa, eröffnet mit diesem Flugzeug viele internationale Verbindungen. Dornier-Lizenzen gingen nun in die ganze Welt. Dornier selbst verbrachte mehrere Monate in Japan, um dort beim Aufbau der eben erst gegründeten Luftfahrtindustrie des Landes zu helfen. 1927, das Bauverbot für Flugzeuge ist mittlerweile aufgehoben, kehrt Dornier nach Deutschland zurück und nimmt sein altes Werk am Bodensee wieder in Betrieb. Bald entwickelt er eines der bemerkenswertesten Flugzeuge seiner gesamten Laufbahn, die DO-X. Nach 3 Jahren Planung und Konstruktion läuft das Flugboot am 12. Juni 1929 vom Stapel. Mit 3 Decks und einer Spannweite von 45 Metern ist die DO-X das schwerste Flugzeug ihrer Zeit. 12 Bristol-Jupiter-Motoren, zu 6 Tandems gepaart, sind nötig, um die Maschine anzutreiben. Jeder Motor muss vor dem Starten einzeln warmlaufen und dann getestet werden. Nach einigen kurzen Vorbereitungsmanövern kam der Befehl zum Starten. Das Flugboot erhob sich leicht aus dem Wasser und stieg auf. Es war einer der größten Augenblicke im Leben Claude Dorniers. Die DO-X bewies ihre Fähigkeiten auf 318 Flügen. Bei manchen Gelegenheiten beförderte sie bis zu 170 Fluggäste. Nach einem Jahr Erprobung ging sie dann auf einen Flug rund um die Welt.
Dabei bot das Flugzeug jede Art von Luxus. Auf einigen Abschnitten der Reise war auch Dornier selbst an Bord. Die Do X überquerte zunächst den Südatlantik und landete in Brasilien. Dann flog sie nordwärts und wurde in New York begeistert empfangen. Tausende von Menschen kamen zusammen, um zu sehen, wie das riesige Flugzeug vor der Landung über der Stadt kreiste. Nach dem glücklichen Wassern bekam Dornier einen triumphalen Empfang. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland wurde Dornier dann ein zweites Mal als Held empfangen. Er hatte allen Kritikern zum Trotz bewiesen, dass ein Flugzeug von dieser Größe eine brauchbare Reichweite sowie einen Standard an Komfort und Sicherheit bieten konnte, von dem man bis dahin nicht zu träumen wagte. Die Do X war der erste Schritt in Richtung auf den Massentransport von Flugpassagieren. Sie ist insofern nicht nur ein Markstein für die deutsche, sondern auch für die weltweite Luftfahrt. Doch bald wurden die Flugboote für die zusammenbrechende Wirtschaft Europas unerschwinglich. Dornier überlebte, wie alle anderen deutschen Flugzeughersteller, nur dank massiver staatlicher Unterstützung. Trotzdem erwiesen sich die Wahlflugboote weiterhin als sehr zuverlässig. Unter anderem nahm die Lufthansa mit ihnen die Postroute nach Brasilien auf. Zwei Versorgungsschiffe, die Bremen und die Westfalen, boten unterwegs Gelegenheit zum Tanken. Der Start zum weiteren Flug erfolgte dann per Dampfkatapult. Obwohl die Wetterbedingungen zum Teil extrem schlecht waren, absolvierte die Do X bis 1939 400 dieser Flüge, ohne sich einmal zu verspäten oder gar zu verunglücken. Dornier arbeitete unterdessen weiter an der Verbesserung seiner Flugboote, aber auch an der Entwicklung eines neuen Landflugzeuges, das er 1931 als Do K vorstellte. Mit dem Erfolg der Do K verfügte Deutschland über ein Hochleistungsflugzeug, das der Konkurrenz aus Europa und den USA überlegen war. Mitte der 30er Jahre widmete sich Dornier wieder dem Bau von Wasserflugzeugen und schuf die Do 19. Nach ausgiebiger Erprobung, einschließlich strenger Prüfungen auf hoher See, flog die Do 19 ohne Zwischenlandung von den Azoren nach New York. Dieser Flug dauerte 22 Stunden und 12 Minuten und stellt den Beginn des europäischen Passagierflugverkehrs über den Atlantik dar. Das Nachfolgemodell Do 24 war vom Entwurf her besonders für die extremen Wetterbedingungen in den Tropen gedacht. Es bewährte sich vor allem im fernen Osten, blieb andererseits bis 1969 bei der spanischen Luftwaffe als Seenotrettungsflugzeug im Einsatz. Die Do 26 war Dorniers letztes Flugboot. Sie verfügte über die neueste Technik auf dem Gebiet der Aerodynamik und war für den transatlantischen Passagierverkehr entworfen worden. Sie war zugleich das erste Dornier-Flugzeug, das die Hoheitszeichen des Dritten Reiches trug. In den nächsten Jahren gingen alle Dornier-Flugzeuge an das Militär und Claude Dornier selbst wurde unversehens zum Teil einer hocheffektiven Kriegsmaschinerie. Während dieser ganzen Zeit, in der Dornier von Erfolg zu Erfolg eilte, kämpfte Messerschmitt weiter ums Überleben. Während des Ersten Weltkriegs fuhr er zunächst fort, Segelflugzeuge zu entwerfen. Nach dem Krieg eröffneten er und sein enger Mitarbeiter Friedrich Hart 1922 eine kleine Flugschule. Die besonderen Anforderungen, die der Segelflugzeugbau stellt, geringes Gewicht und geringer Luftwiderstand in Verbindung mit großer Steifigkeit und hohem Auftrieb, führten Messerschmitt zu einer Reihe von Neuentwicklungen, darunter den einspannten Flügel, der später entscheidend zum Erfolg seiner Motorflugzeuge beitragen sollte. 1923 gründete Messerschmitt seine eigene Flugzeugfirma, in der er nach einer leichten Lockerung der Vorschriften des Versailler Vertrages eine Reihe von Motorseglern herstellte, die in der erfolgreichen M17 gipfelte, einer kleinen zweisitzigen Maschine. Ein Jahr später, nach einer kräftigen Kapitalspritze, entstand ein großes Unternehmen, Messerschmitt Flugzeugbau. Die M18 sollte der steigenden Nachfrage der deutschen Fluglinien entgegenkommen. Sie hatte ein einzelnes Triebwerk und konnte 10 Passagiere befördern.
Die Serienproduktion begann und bald folgten die M19 und M20. Mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 brach, wie schon erwähnt, die Nachfrage nach Flugzeugen zusammen. Anders als Dornier bekam Messerschmitt keine Hilfe vom Staat und ging 1931 in Konkurs. Aber Messerschmitts Leben war im Begriff, durch politische Umstände Veränderungen zu erfahren. Mit dem Aufstieg Hitlers begann 1933 noch im Geheimen die Wiederbewaffnung. Riesige Mengen Geld wurden in die deutsche Luftfahrtindustrie geleitet. Zunächst übernahm Messerschmitt verschiedene kleinere Lizenzaufträge und entwickelte weiter seine Gleitflugzeuge, die sich für die erste Ausbildung der Piloten der Luftwaffe als äußerst wichtig erwiesen. Im Jahr 1934 ergeht ein neuer Auftrag an ihn, offiziell für ein Schulungsflugzeug. Es kann jedoch keinen Zweifel daran geben, dass die Regierung beabsichtigt, ein echtes Ausbildungsflugzeug für die Luftwaffe zu bauen. Für Messerschmitt ist dies eine höchst willkommene Gelegenheit, eine Reihe neuer Entwicklungen einzubringen, darunter Leading Edge Slats, ursprünglich ein Patent von Handley Page, das Messerschmitt gegen das Patent für seinen Einspantenflügel getauscht hatte. Ihre bündig vernietete Ganzmetall-Einschalenkonstruktion und ihr voll einziehbares Fahrwerk machten die Me 108 zum fortschrittlichsten Flugzeug ihrer Zeit. Nach Erprobung und teilweise Umkonstruktion ging sie in Serie. Ihr kleiner 240 PS Motor ermöglichte eine Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern, vor allem dank eines ausgezeichneten Leistungsgewichts, das von Messerschmitts Erfahrung im Entwerfen von Segelflugzeugen herrührte. Die 108 wurde das Standard-Ausbildungs- und Meldeflugzeug während des gesamten Krieges. Ihre Konstruktion erwies sich als so standfest, dass ihre Produktion in den 60er Jahren wieder aufgenommen wurde und sie selbst dann noch mit modernen Flugzeugkonstruktionen mithalten konnte. Die Me 108 war auch der Vorläufer von Deutschlands bekanntestem Jagdflugzeug. 1934 hatte die Regierung unter verschiedenen deutschen Herstellern den Bau eines schnellen Eindecker-Jagdflugzeugs ausgeschrieben. Sowohl Messerschmitt als auch Heinkel reichten Entwürfe ein. Heinkel hatte 1932 vergeblich versucht, Messerschmitts Unternehmen aufzukaufen und bedachte nun Messerschmitts Entwurf mit Tadel. Beim Wettflug zwischen den beiden Prototypen brach die Heinkel 112 den Geschwindigkeitsweltrekord, doch drei Tage später holte sich ihn die Messerschmitt-Konstruktion zurück. Das Flugzeug war eine Revolution wegen seines geringen Gewichts und seiner hohen Leistung, so wie es bei Messerschmitt-Flugzeugen schon Tradition war. Außerdem war es für die Fertigung ideal. Es stellte nämlich einen Kompromiss dar zwischen der extrem günstigen aerodynamischen Form und einer Gestalt, die Massenproduktion zuließ. Von der Me 109 wurden rund 35.000 Stück in rund 100 Varianten gebaut, mehr als von jedem anderen Kampfflugzeug der Welt. Die Me 109 bildete während der ersten Phasen des Zweiten Weltkrieges, darunter der Luftschlacht um England, das Rückgrat der deutschen Jagdwaffe. In den späteren Jahren des Krieges war sie zwar den feindlichen Maschinen unterlegen, blieb aber im Dienst, weil sie zum einen leicht herzustellen war und sie zum anderen eine verheerende Wirkung auf Tagbomberangriffe hatte, wie diese Wochenschauaufnahmen zeigen. Der Erfolg der Me 109 machte Messerschmitt zu Deutschlands führendem Flugzeugkonstrukteur.
Seine Mitarbeit bei vielen Propagandafilmen machte ihn ebenso berühmt, wie es Jagdfliegerasse wurden, unter ihnen Adolf Galland und andere, die das Flugzeug flogen. Messerschmitts nächstes Vorhaben, die Me-110, ging auf das Jahr 1934 zurück, als er an der Ausschreibung für ein neues Kampfflugzeug teilgenommen hatte. Beim ersten Probeflug erreichte die Maschine dann die damals bemerkenswerte Geschwindigkeit von 500 Kilometern pro Stunde. Beim Fronteinsatz im Polenfeldzug erwies sich die Me-110 als sehr erfolgreich. Erst in den Flugzeugen der Royal Air Force fand sie ihren Meister. Den schnelleren und wendigeren Hurricane und Spitfire gegenüber musste die Me-110 von der Me-109 geschützt werden. Später im Krieg errang die 110 allerdings großen Ruhm, nachdem sie zum Nachtjäger umgerüstet worden war. Eine Abwandlung der Me-110, die Me-210, wurde ein Fehlschlag für Messerschmitt. Eine weitere Version allerdings, die 410, bewährte sich besser und wurde bis zum Ende des Krieges als Zerstörer und Nachtjäger eingesetzt. Eines der bemerkenswertesten Flugzeuge, die Messerschmitt während des Krieges baute, war der riesige Gleiter Me-321. Nach dem Erfolg der Luftlandetruppen 1940 hatte das deutsche Oberkommando den Bau großer Transportflugzeuge angeordnet, mit denen die Invasion Englands gelingen sollte. Die Me-321 aus Stahlrohr, Holz und Stoff hatte eine Nutzlast von 32 Tonnen und konnte deshalb kleinere Panzer und motorisierte Einheiten befördern. Das Flugzeug war allerdings wegen seiner großen Flügel- und Ruderflächen sehr verwundbar und auch schwer zu fliegen. Es wurde deshalb nie zu einem Erfolgstyp. Zwar ging ein verwandtes Modell, die 323, mit 4 und später 6 Triebwerken in Produktion, doch gingen viele Exemplare bei Kriegseinsätzen verloren. Ein weiteres Großprojekt war die Me-264. Sie sollte es erlauben, die USA zu bombardieren und hätte so zu einer ernsten Bedrohung für die Alliierten werden können. Aber bis 1945 flog nur ein Prototyp. In der späten Phase des Krieges beschäftigte die deutsche Industrie immer mehr Zwangsarbeiter, darunter auch Insassen von Konzentrationslagern. Viele tausend von ihnen arbeiteten in den Messerschmitt-Werken. Der Firmenchef hatte ihren Einsatz zwar nicht direkt angeordnet, war aber sicherlich darüber informiert und nahm es billigend in Kauf. Messerschmitt hatte stets enge Beziehungen zu den Nationalsozialisten gepflegt. Unter anderem verdankte er seine wirtschaftliche Existenz den großen Aufträgen, die die Wehrmacht gab. Hitler selbst besuchte regelmäßig die Messerschmitt-Werke. Claude Dorniers Beziehungen zu den Nazis waren dagegen weniger eindeutig. Sein Unternehmen war nicht so sehr von Rüstungsaufträgen abhängig, auch ist seine persönliche Haltung gegenüber dem Regime nicht überliefert. Neben den weiterhin erfolgreichen Flugbooten baute Dornier nur ein Flugzeug, das in Serie ging und das auf der Do-17 basierte. Anders als andere Flugzeuge jener Zeit war die Do-17 ursprünglich für den Passagiertransport entworfen worden, doch hatte die Lufthansa ihren Einsatz abgelehnt, weil sie die Kabine für zu eng hielt. Doch die Do-17 war schnell und wendig und das machte sie zu einer ausgezeichneten Militärmaschine. Die Luftwaffe gab große Aufträge und so begann 1937 die Massenproduktion. In den ersten Monaten des Krieges bewährte sich die Maschine zwar, doch erwies sie sich in der Folge als unzureichend bewaffnet, weshalb Dornier mit der Do-215 eine verbesserte Version vorstellte. Sie verfügte über eine größere Kanzel mit verbesserter Sicht. Der Pioniergeist Claude Dorniers brachte schließlich auch eines der fortschrittlichsten Jagdflugzeuge hervor, das im Zweiten Weltkrieg fliegen sollte. Die Do-335 war ein schneller Abfangjäger für große Höhen. Dazu griff Dornier auf ein Patent aus dem Jahre 1937 zurück, das sich auf eine einzigartige Tandemanordnung der Triebwerke bezog. Das eine sollte am Bug ziehen, das andere am Heck schieben. Modellversuche ab 1939 sollten testen, wie sich das Gewicht des Triebwerks am Heck auswirkte. Diese Motoranordnung machte auch ein Dreiecksfahrwerk mit Bugrad unumgänglich, wie es im deutschen Flugzeugbau damals noch kaum üblich war. 1940 erfolgte der mit Spannung erwartete erste Probeflug. Nach ersten Versuchen erreichte die Maschine eine Geschwindigkeit von fast 800 Kilometern pro Stunde und flog damit schneller als jedes andere Propellerflugzeug des Zweiten Weltkrieges. Die Massenfertigung wurde angeordnet, aber von den 60 Exemplaren, die vollendet wurden, gelangten nur noch 20 zur Truppe. Claude Dornier beschäftigte sich allerdings auch nach Kriegsende noch mit diesem Modell. Das letzte erhaltene Exemplar ging 1946 nach Amerika. 25 Jahre später holte es Dornier zurück und begann mit der Restaurierung. Obwohl die Beschaffung der Ersatzteile Schwierigkeiten bereitete,
gelang es Dorniers Ingenieuren, das Flugzeug wieder zusammenzubauen und in den Urzustand zu versetzen. Es stellt heute das einzige Beispiel eines Propellerflugzeuges mit Tandemantrieb dar. Die verzweifelten Bemühungen des Oberkommandos der Luftwaffe, einen billigen, in Massen produzierbaren Hochleistungsjäger zu beschaffen, führten zu vielen neuartigen Entwürfen. Einer der bemerkenswertesten war die Me-163, die hier bei einem Versuchsflug ohne Antrieb zu sehen ist. Die Me-163 Komet war von Dr. Alexander Lippisch entworfen worden. Die weitere Entwicklung und die Produktion waren allerdings das Werk Messerschmitts. Den Antrieb für das Flugzeug besorgte ein neuartiges Raketentriebwerk. Um Gewicht zu sparen und den Luftwiderstand zu mindern, verzichtete man bei der Me-163 auf Schwanz und Fahrwerk. Der Start erfolgte auf einem Radgestell, das später abgeworfen wurde. Gelandet wurde auf einer hölzernen Kufe. Der erste Probeflug fand 1941 statt. 1944 war die Maschine dann nach vielen weiteren Verbesserungen einsatzbereit. Sie barg aber weiterhin große Gefahren. Der flüchtige Treibstoff konnte binnen Sekunden Pilot und Bodenmannschaft schwer verätzen. Die hohe Geschwindigkeit machte das Flugzeug schwer beherrschbar. Und seine kurze Flugdauer von weniger als einer Stunde begrenzte seine Schlagkraft. Am Ende gingen mehr Me-163 durch Unfälle verloren als im Luftkampf. Trotz aller Nachteile wurden 370 Komet gebaut. Sie erwiesen sich als ernste Bedrohung für die Alliierten, da sie den Begleitjägern der Tagbomberverbände überlegen waren. Bis heute ist die Komet das einzige Jagdflugzeug mit Raketenantrieb, das je in der Welt gebaut wurde. Doch der Raketenantrieb sollte bald von einer neuen Antriebsart eingeholt und überrundet werden, dem Strahltriebwerk. Messerschmitts alter Rivale Ernst Heinkel hatte 1938 das erste Flugzeug mit Strahlantrieb entworfen und gebaut, die He-178. Mit einem Junkers-Düsentriebwerk hatte sie am 24. August 1939 ihren Jungfernflug. Als sie zum ersten Mal von der Startbahn abhob, gab es nur wenige Menschen, die erkannten, dass dieses kleine Flugzeug das Gesicht der Luftfahrt in der ganzen Welt verändern würde. Der Erfolg der He-178 gab den Startschuss für das Rennen um das erste Serienmodell eines Düsenjägers. Heinkel, der einen großen Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten hatte, stellte die He-280 vor, die hier bei Gleitversuchen zu sehen ist. Nach ausgiebigen Tests flog sie im August 1941 zum ersten Mal unter Antrieb. Aber Heinkel war nicht allein auf diesem Feld. Willi Messerschmitt entwarf zügig ein zweimotoriges Strahlflugzeug. Es sollte der stärkste Jäger des ganzen Krieges werden. Messerschmitts Prototyp flog 1942 zum ersten Mal und erhielt den Zuschlag gegenüber der He-280, die bald verworfen wurde. Ähnlich wie die He-280 wurde auch die Me-262 von Junkers Motoren angetrieben, von zweien in diesem Fall. Trotz ihrer innovativen Konstruktion neigten sie aber zu Bränden und arbeiteten in den ersten Versionen allgemein unzuverlässig. Später, als diese Schwierigkeiten ausgeräumt waren, leistete das Flugzeug Beeindruckendes. Mit einer Steigfähigkeit von 12.000 Metern pro Minute und einer Höchstgeschwindigkeit von 800 Kilometern pro Stunde deklassierte es jeden alliierten Jäger. Aber die Me-262 konnte ihre Stärken nie voll ausspielen, da es immer häufiger an Treibstoff mangelte und Hitler zudem verfügte, das Flugzeug solle als Schnellbomber eingesetzt werden. Die Me-262 stellte den Höhepunkt der Karriere Messerschmitts dar und gleichzeitig aber auch ihr Ende. 1945 waren fast alle Werke Dorniers und Messerschmitts zerstört. Beide Männer wurden von den Alliierten festgenommen und 2 Jahre lang inhaftiert. Wieder wurde der Bau von Flugzeugen verboten. Die deutsche Luftfahrt lag begraben unter dem Schutt der Fabriken. Aber der Wiederaufbau des zerstörten Landes verlangte nach Ingenieuren. Nach ihrer Freilassung 1947 gingen beide Männer bald wieder an die Arbeit in ihren Unternehmen. Dornier zog in eine kleinere Fabrik um und begann Webstühle zu entwerfen und zu bauen. Dieser Zweig des Unternehmens besteht bis heute fort. Messerschmitt nahm sein Augsburger Werk wieder in Betrieb und baute Fertighausteile. Später entwarf er erfolgreich eine Nähmaschine, einen 4-türigen Personenwagen und seinen berühmten 3-Rad-Kabinenroller. Doch all dies befriedigte ihn nicht.
Aviation was of course always on Willy's mind in those days where he was not permitted to do that in Germany. Auch als er mit dem Verbot belegt war, hatte er nichts im Kopf als Flugzeuge. In den frühen 50er Jahren erhielt er ein Angebot aus Spanien, Flugzeuge zu entwerfen. Dort in Spanien wurden seit den 40er Jahren Messerschmitt-Flugzeuge in Lizenz gebaut, wie die Nummer 9. Die Spanier wollten ein paar Veränderungen am Flugzeug vornehmen, etwa Rolls-Royce-Motoren einbauen, da die ursprünglichen Daimler-Benz-Motoren nicht mehr zu bekommen waren. Aber die Spanier wollten auch ein Übungsflugzeug. Und so entwickelte Messerschmitt zusammen mit dem spanischen Ingenieurteam das erste spanische Düsenflugzeug, eine kleine zweistrahlige Ausbildungsmaschine. Airplanes and Messerschmitt together with the engineering team of that Spanish company developed the first Spanish jet aeroplane, a little twin jet trainer. Auch Claude Dornier musste sich nach Spanien wenden, um sich seiner Leidenschaft für den Flugzeugbau wieder widmen zu können. 1950 richtete er in Madrid ein technisches Büro ein. Mithilfe einer deutsch-spanischen Ingenieurmannschaft produzierte er in der Folge die Do 25, ein Aufklärungsflugzeug, das nur kurze Start- und Landebahnen benötigte. Der erste Probeflug 1954 verlief sehr erfolgreich, sodass die spanische Regierung an ihre frühere Beteiligung beim Wal anknüpfte, einen großen Auftrag erteilte und so wieder das wirtschaftliche Überleben Dorniers ermöglichte. ...1955 wurde das Entwicklungsverbot für Flugzeuge aufgehoben. Dornier kehrte nach Deutschland zurück und baute in München die fortschrittlichere Do 27. Unter Einsatz seiner gesamten Mittel begann er mit der Produktion. Er setzte dabei große Hoffnungen auf Aufträge der kürzlich neu gegründeten Luftwaffe für ein leichtes Schulungsflugzeug. Nach gründlicher Prüfung und Bewertung wurde die Do 27 das erste Serienflugzeug aus deutscher Produktion nach 1945. 10 Jahre nach ihrer totalen Zerstörung erstand die deutsche Luftfahrtindustrie aufs Neue. Ein größeres Mitglied der Stoll-Familie, der Flugzeuge für kurze Start- und Landebahnen also, war die Do 28. Sie flog erstmals 1960. Dornier, noch immer der Motor seines Unternehmens, feierte seinen 70. Geburtstag als Deutschlands führender Flugzeugkonstrukteur. 10 Jahre später hob die letzte Entwicklung aus der Stoll-Familie ab. Die Sky Servant, größer als ihre Vorgänger, erwies sich bald als unentbehrlich für Hilfsaktionen in der Dritten Welt. Auch die Bundeswehr bestellte große Stückzahlen der Sky Servant, die zu einem wichtigen Transportflugzeug wurde. Um der Gefahr eines Überraschungsangriffes aus dem Osten begegnen zu können, forderte die Luftwaffe eine komplette Reihe von Flugzeugen für schnelle Einsätze. Dornier begann bald mit der Arbeit an einem Senkrechtstarter, wozu er auf ein Patent zurückgriff, das er 1924 angemeldet hatte. Auf dieser Grundlage entwickelte er ein Kolbenmotorflugzeug für extrem kurze Start- und Landebahnen unter der Bezeichnung Do 29. Vom Erfolg der Do 29 ermutigt, bemühte sich Dornier lebhaft für ein größeres Projekt. 1962 wird die Entwicklung der Do 31 beschlossen, einem großen Senkrechtstarterflugzeug. 2 Jahre später hebt vor den Augen von Dornier und seiner Frau ein Testfluggerüst erstmals ab. Rund 200 erfolgreiche Testflüge werden absolviert. Und Dornier, nun schon in den 80ern, verfolgt energisch die Entwicklung eines Prototyps. 1967 fliegt zum ersten Mal der Welt erstes und bislang einziges Senkrechtstarter-Transportflugzeug mit Düsenantrieb. 500 Starts und Landungen bewiesen unwiderlegbar die Schlüssigkeit von Dorniers Senkrechtstarter-Konzept. Zwar fand die Do 31 nie einen kommerziellen Markt, doch stellte sie den deutschen Führungsanspruch wieder her, was luftfahrttechnische Innovationen betraf. Während Dornier seinen Erfolg genoss, kämpfte Messerschmitt indes ums Überleben. Zwar hatte er eine Reihe von neuen Entwürfen vorgelegt, darunter 1962 die X1, einem Senkrechtstarter-Prototyp, doch hatte sein Unternehmen nur überleben können, indem es in kleineren Lizenzaufträgen aus den USA Flugzeuge wie die Douglas Harvard baute. Doch all dies sollte sich bald ändern. Es kamen dann größere Fertigungsaufträge. Der größte war der Starfighter von Lockheed, ein amerikanischer Lizenzauftrag, der dazu beitrug, das Unternehmen wieder groß zu machen, angesichts der schlimmen Nachkriegssituation. Messerschmitt expandierte. 1955 übernahm er die Heinkel-Werke und schrieb so das letzte Kapitel in dem langen Wettstreit der beiden Pioniere. Andere Übernahmen folgten und führten zu einem bedeutsamen Kapitel in der europäischen Luftfahrt.
Das war der Beginn von folgerichtiger Konzentration im Luftfahrtbereich. Einfach deshalb, weil die große Zahl von Projekten, die angeboten und aufgegriffen wurden, im Luftfahrtgeschäft zurückging. Es konnten nicht mehr, wie es in der Pionierzeit jedes Jahr geschah, neue Entwürfe realisiert werden, sondern jetzt dauerte es 10 oder 20 Jahre, bis es ein neues Flugzeug gab. MBB, Messerschmitt-Bölkow-Blohm, wurde 1969-70 gegründet. MBB, Messerschmitt-Bölkow-Blohm, was formed in 1969-1970 on that account. MBB war nun der größte Flugzeughersteller in Deutschland. Die Kooperation überschritt die Ländergrenzen. So wird die Transall C-160 in Zusammenarbeit mit der französischen Aerospatiale hergestellt. MBB hatte den Hauptanteil an den Entwicklungsarbeiten und baut den gesamten Rumpf. Das Unternehmen stellt auch einen Hubschrauber her, die Bo-105, ausschließlich in Deutschland entworfen und produziert, der sowohl in militärischen als auch in zivilen Varianten geflogen wird. ...1970 fühlte sich Messerschmitt in der Lage, sich zur Ruhe zu setzen, nachdem er sein Unternehmen aus dem Nichts wieder aufgebaut hatte. Claude Dornier blieb seinem Unternehmen bis zu seinem Tode 1969 eng verbunden. Seine Führungskraft und sein Können als Flugzeugkonstrukteur hatten das Unternehmen 60 Jahre lang geprägt. Der Alpha Jet, ein modernes Schulungs- und Kampfflugzeug, ist gegenwärtig bei der deutschen, der französischen und der belgischen Luftwaffe im Einsatz. In den späten 60er Jahren erkannte die NATO, wie wichtig es ist, die verschiedenen Flugzeugtypen zu standardisieren. MBB wiederum wurde klar, dass nur eine Zusammenarbeit europäischer Hersteller der amerikanischen Konkurrenz wirksam begegnen könnte. Das führte zur Gründung des Panavia-Konsortiums, an dem deutsche, britische und italienische Unternehmen beteiligt sind. Panavia entwickelte in der Folge eines der besten Flugzeuge der Zeit, den Tornado. In ihm, der 1974 zum ersten Mal abhob, sind die besten Eigenschaften seiner Vorläufer vereint. Das auffälligste Merkmal des Tornado ist seine variable Flügelgeometrie, die sowohl Überschallflug erlaubt, als auch hohe Wendigkeit bei niedrigen Geschwindigkeiten. 1980 entschieden sich die deutschen, britischen und italienischen Luftstreitkräfte gegen den amerikanischen Konkurrenten F-16 und machten den Tornado zu ihrem wichtigsten Einsatzflugzeug. Deutsches Know-how hatte im Verein mit europäischer Zusammenarbeit die Oberhand gewonnen. Der Anteil von MBB an der Tornado-Produktion betrifft neben einem großen Teil der Entwicklung den Bau des mittleren Rumpfteils und die Endmontage aller Tornados, sofern sie für die Bundesluftwaffe bestimmt sind. Daneben hat MBB als Partner von Aerospatiale und British Aerospace eine wichtige Beteiligung am Airbus-Programm. Das Airbus-Programm stellt eine Herausforderung an die amerikanische Übermacht auf dem Gebiet des zivilen Flugzeugbaus dar. Der Erfolg des Tornado-Projekts hat auch diese Kooperation beflügelt. Die Entwicklung begann in den 70er Jahren mit dem A-300,
einem Flugzeug mit breitem Rumpf für mittlere Entfernungen. Nach erfolgreichen Probeflügen ging eine große Zahl von Aufträgen ein. Die Fertigung des A300 erfolgt an mehreren Orten in ganz Europa, wobei MBB in Hamburg die mittleren Rumpfteile baut und Dornier in München die hinteren, die Ruderflächen und die Schottwände. Die Teile des Airbus werden dann mit einem umgebauten Frachtflugzeug namens Super Guppy nach Toulouse zur Endmontage geflogen. Der Erfolg des A300 hat eine ganze Familie von Airbus-Flugzeugen hervorgebracht, darunter den größeren A310 und den modernen A320, bei dem die Steuerung nicht wie bisher über Hydraulikleitungen erfolgt, sondern durch Elektronik. Der A320 ist das Spitzenmodell einer Baureihe, die bereits von 80 Fluggesellschaften eingesetzt wird. Die deutsche Luftfahrtindustrie tritt nun auf einem Feld gegen die USA an, das Gefahren birgt, aber auch große Gewinne verspricht, nämlich der Raumfahrt. Was die Raumfahrt angeht, so hat dabei die europäische Zusammenarbeit auch in den 60er Jahren begonnen. Das herausragende Beispiel ist die zuverlässige Trägerrakete Ariane. Typisch ist auch, dass Ariane keine staatliche, sondern industrielle Entwicklung war. Von der Ariane Space, in der auch MBB vertreten ist, neben vielen anderen europäischen Partnern. Deutschland steuert außerdem einen großen Teil zum Columbus-Projekt bei, einem sehr fortschrittlichen Weltraumlabor, das an die amerikanische Raumstation angegliedert werden soll. Wenn es Ende des Jahrhunderts in Betrieb geht, wird Columbus den Menschen beim Verständnis des Weltraums und der Erforschung der Zukunft helfen, indem es Informationen und Daten sammelt. Auf dem Gebiet der bemannten Raumfahrt war Europa bisher stets Nachzügler, doch ändert sich dies nun. Die Hermes-Raumfähre, die mit einer Ariane 5-Rakete gestartet wird, soll den ersten europäischen Astronauten ins All befördern. Zukünftige Projekte wie Sänger werden den Hochgeschwindigkeitspassagiertransport revolutionieren, indem sie die Flugzeit zwischen London und Sydney auf gerade 45 Minuten schrumpfen lassen. Angesichts der Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges, als die deutsche Luft- und Raumfahrt für immer zerstört schien, steht sie nun an der Schwelle zu neuen großartigen Leistungen, die anknüpfen an die Taten der deutschen Flugpioniere der Frühzeit.